Das heutige Horoskop, Fische, 12. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Atmen Sie tief ein und entspannen Sie sich. Die frustrierenden Frequenzen der kommenden Tage werden so sein, als würden Sie versuchen, auf unruhiger See zu surfen. Mentaler Merkur, unser kosmischer Botenplanet des Geistes und der Kommunikation, ist am Himmel eingefroren und wird nur träge sein, jede Bewegung auszuführen. Tatsächlich wird er die ganze Woche über kaum Rückschritte machen. Deshalb ist es am besten, Ihre Gedanken und Ideen für sich zu behalten, anstatt mit einer romantischen Person oder einem Partner zu sprechen. Sie werden versuchen, alleine über Wasser zu bleiben, also werden Sie ihnen nicht einmal Aufmerksamkeit schenken. Fahren Sie entlang der Strömung, damit Sie das Ufer erreichen können. Was möchten Sie tun? Wenn Sie heute über Ihre berufliche Laufbahn nachdenken, könnte eine neue Laune in Ihnen aufkommen, wenn der Herbstmond im Skorpion dem rückläufigen Uranus im Stier gegenübersteht. Der Widerspruch könnte auf eine intensive Selbstbeobachtung hinweisen, während Sie über die möglichen Wege nachdenken, die Sie auf Ihrer beruflichen Laufbahn erkunden könnten. Während Sie Ihre Optionen recherchieren und mit Ihren Vertrauten sprechen, kann etwas Unerwartetes passieren. Die Inspiration oder Antwort, die Sie suchen, ist möglicherweise nicht das, was Sie erwartet haben, aber es könnte das sein, was Sie brauchen. 2 Tage, nachdem der Mond Ihren Finanzsektor verlassen hat, werden Sie immer noch einen Informationsdownload auspacken, den Sie so lange wie möglich aufbewahren müssen. Dies war nicht nur der letzte Besuch des Mondes in diesem Jahr, sondern nur wenige Tage nachdem Venus alle finanziellen Aktivitäten auf dem Planeten beendete und die Geldgötter ihre Ressourcen auf die Einkommensseite des Finanzzauns verlagerten, gibt es viel zu klären. Offen für Veränderungen zu sein ist sowohl überwältigend als auch befreiend. Aufgrund der Planetenenergie ist dies ein guter Zeitpunkt, sich für Veränderungen oder Verbesserungen ihrer Ernährung zu öffnen. Diät bedeutet nicht nur abnehmen, sondern auch zu wissen, was und wann man essen sollte. Es bedeutet, sich auszuruhen, damit ihre inneren Organe eine Pause bekommen und ihren Ernährungsplan so zu gestalten, dass sie möglichst effizient arbeiten. An ihrer Ernährung sollten sie grundsätzlich Freude haben. Denken Sie daran, dass die Kraft, gut auszusehen, in ihrer Ernährung liegt. Wenn Sie von einer Heirat oder der Geburt eines Babys geträumt haben, kann die Essenz dieses Tages diese Wünsche unterstreichen. Nehmen Sie sich die Zeit, mit Ihrem Partner über Ihre Gefühle zu sprechen und, wenn möglich, einige Pläne auszuarbeiten. Für diejenigen unter Ihnen, die noch Single sind, aber unbedingt eine Familie gründen möchten, bleiben Sie dran. Das liegt in Ihrer Natur, aber es kann eine Herausforderung sein, die richtige Person und den richtigen Zeitpunkt zu finden. Bemühen Sie sich, Menschen kennenzulernen und Ihre Träume zu verwirklichen. Wissen Sie, was Sie wollen und machen Sie es. Das Wochenende ist die perfekte Zeit, um den letzten Besuch des Mondes in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops für das Jahr zu veranstalten, und das in mehr als einer Hinsicht. Die heutige abenteuerliche Mondstimmung allein wird es einfacher machen, die Wochenendstimmung anzunehmen, vor allem aber, da dies auch das erste Venuswochenende in Ihrem Bereich Abenteuer, Reisen, Lernen und Entdecken ist. Andererseits ist dies eine Gelegenheit zum Innehalten, da in der nächsten Woche nicht nur Neumond stattfindet, sondern mitten in der letzten vollen Woche der Sonne in Ihrem Karrierebereich. Eine Auszeit, um den Wochenendgeist zu genießen, ist persönlich und beruflich wichtig. Wenn der Mond als Venus in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops steht, verbringt der Planet der Liebe hier sein erstes Wochenende, und das ist eine Gelegenheit, völlig in den Geist der Romantik und des Abenteuers einzutauchen. Während die heutigen abenteuerlichen Mondstimmungen Sie dazu einladen, den Wochenendgeist zu genießen, nutzt Venus dies, um eine Mission zu starten, um den Geist von Romantik und Abenteuer zusammenzubringen, der mit zunehmend geschäftigen Zeiten konkurrieren muss. Täglicher Planetenüberblick. Unter dem Einfluss des Skorpionmondes entstehen tiefgreifende kosmische Verbindungen mit Uranus, Neptun und Pluto. Machen Sie sich auf eine Verbesserung Ihrer übersinnlichen Fähigkeiten und eine gesteigerte Fähigkeit gefasst, in verschiedenen Situationen die Wahrheit zu erkennen. Heute kann es erforderlich sein, emotionale Grenzen zu setzen, um Ihre Energie zu schützen, insbesondere wenn Sie sich beim Navigieren in den empathischen Strömungen überwältigend fühlen.
Die vorherrschende Energie zeichnet sich durch eine ätherische Qualität aus und fordert Sie dazu auf, inmitten traumhafter Empfindungen auf dem Boden zu bleiben. Setzen Sie Ihre Erdungstechniken gewissenhaft um und verhindern Sie, dass Sie in fantastische Bereiche abdriften. Trotz der scheinbaren Leichtigkeit, mit der sich alles abspielt, sollten Sie diesen günstigen Moment nutzen, um anstehende Probleme anzusprechen und zu lösen. Nutzen Sie diese Zeit des ruhigen Segelns, um sich für mögliche zukünftige Herausforderungen anstrengenderer Art zu wappnen. Erkennen Sie die Bedeutung des Unterstützungssystems um Sie herum und erwidern Sie die Freundlichkeit, die Sie erhalten, um sich fortlaufende Unterstützung zu sichern. Das Schicksal lächelt über Ihre finanziellen Bemühungen und ermutigt Sie, kalkulierte Risiken einzugehen und möglicherweise sogar über eine Investition nachzudenken. Wagen Sie sich hinaus in die Welt, tauschen Sie sich mit anderen aus und achten Sie auf günstige Momente, die Ihren Ambitionen entsprechen. Seien Sie jedoch vorsichtig und vermeiden Sie es, Ihr Glück zu sehr zu überfordern. Während zwischen Venus in Ihrem Finanzsektor und Jupiter in Ihrem Einkommensbereich eine Spannung schwelt, nutzen beide Himmelskörper, die Geld bzw. Glück repräsentieren, diese Dynamik als Motivationsquelle. Der Mond, der immer noch in Ihrem Finanzsektor steht, bildet in einem intuitiven und fantasievollen Teil Ihres Horoskops einen freundlichen Aspekt zu Neptun. Dieses Zusammenspiel verstärkt die finanzielle Spannung und stärkt gleichzeitig Ihr Selbstvertrauen und Ihre Vorstellungskraft in finanziellen Angelegenheiten. Bleiben Sie im Einklang mit diesem kosmischen Tanz und finden Sie ein Gleichgewicht zwischen materiellen Bestrebungen und visionären Bestrebungen. Himmel für heute. Der größte Teil der Reibung, die Sie erleben, ist auf Ihr eigenes Handeln zurückzuführen, sodass die Verantwortung für etwaige Kritik direkt auf Ihren Schultern liegt. Ihr Temperament kann dazu führen, dass Sie andere als ständige Hindernisse auf Ihrem Weg wahrnehmen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie sich mit Ihren Wünschen auseinandersetzen und sie herausfinden, indem Sie Ihren Lieben gegenüber zum Ausdruck bringen, wie wichtig sie für Sie sind. Nehmen Sie die Idee an, Kompromisse einzugehen, um einen entspannteren Geisteszustand zu fördern. Finanziell sind die Aussichten alles andere als günstig. Zögern und mangelnde Initiative behindern Ihre Fähigkeit, Chancen im richtigen Moment zu ergreifen. Ihr Urteilsvermögen kann aufgrund mangelnder Konzentration ins Wanken geraten, sodass Sie unbedingt schwierige Entscheidungen meiden sollten. Senken Sie vorübergehend Ihre Erwartungen und üben Sie Selbstbeherrschung. Vermeiden Sie es, Ihre Meinung mit Nachdruck durchzusetzen oder sich auf unnötige Auseinandersetzungen einzulassen, da dies zu einer Eskalation von Streitigkeiten führen könnte. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, sich zu beruhigen, Ihr Verhalten zu bewerten und eine Lösung zu finden. Ausreichender Schlaf und eine ausgewogene Ernährung tragen dazu bei, wieder Gelassenheit und Energie zu erlangen. Vermeiden Sie es, sich in trivialen Dingen zu verzetteln. Ihr Geschäftsinstinkt ist heute ausgeprägt, also konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich wichtig ist. Nehmen Sie die notwendigen Investitionen vor, da profitable Ergebnisse wahrscheinlich sind. Gönnen Sie sich etwas Besonderes und nehmen Sie die günstigen Umstände als Anlass zum Feiern wahr. Die bevorstehende Rückkehr des Mondes in Ihren Finanzsektor markiert einen entscheidenden Punkt im monatlichen Zyklus, der ein erhöhtes Bewusstsein erfordert und gleichzeitig eine geduldige Abwarten- und Sehen-Herangehensweise anwendet. Dieser bevorstehende Besuch ist von Bedeutung, da er der letzte des Jahres ist, da er mit der Anwesenheit des Mars nach einer zweijährigen Pause zusammenfällt und einen Neumond ankündigt. Seien Sie zurückhaltend und widerstehen Sie dem Drang, voreilig zu handeln, denn die zusätzlichen Erkenntnisse aus dem bevorstehenden Einfluss des Mondes sind von unschätzbarem Wert, bevor Sie Entscheidungen treffen.